Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute habe ich mir mal wieder ein Replay rausgesucht. Und zwar mit der Scharnhorst und das Besondere hierbei ein Ranked Gameplay auf der Karte Nachbarn im Modus Herrschaft. Also da bin ich sehr gespannt, weil Ranked Gameplay sieht man ja doch nicht immer so häufig. Dementsprechend denke ich mir, ist es mal schön, das heute mal zu ändern. So, und jetzt schauen wir direkt hier die Nagato mit der St. Patrick's Day Tarnung. Ist da auf jeden Fall schon mal sehr prädestiniert zu beschießen. Aber in dem Fall leider kein Damage. Dann denkt er sich, alles klar, nehme ich halt die Chance. Aber auch die sitzen leider nicht. Ist halt aber auch eine ordentliche Distanz, die man erstmal überbrücken muss. Und klar, gerade am Anfang der Runde, da muss man sich noch so ein bisschen eingrooven. Sein Team macht es aber schon mal sehr gut. Geht aggressiv auf den Punkt A drauf. Beim Punkt B, der Gegner ist da noch am Abdrehen, also da gehen sie jetzt auch nicht gezielt auf den Punkt drauf. Dementsprechend können sich hier schon mal einen kleinen Vorteil erarbeiten. So, auf die Gneise noch auch mit 17 Kilometer arschweit weg. Deswegen auch mit 1520 Schaden hier nicht allzu viel, den er hier anstellen kann, aber die Atlanta, die wird jetzt gleich spannend. Mit 7 Kilometer direkt griffbereit und ganz separiert vom Team. Also das dürfte eigentlich die Zerstörung nach sich ziehen und genauso ist es auch. Da macht er die Zitadelle, aber leider hatte die Atlanta ja schon so wenig Hitpoints. Oh, und jetzt wird hier die Akatsuki aber mittig aufs Korn genommen. Einfach mal weggeschoben und dann klappt es auch. Er schreibt auch, sorry, das hat man genau gesehen. Er war schon in der Drehung, da war die Akatsuki auf einmal plötzlich vor ihm. Da hat keiner der beiden das so gewollt. Das passiert einfach mal. Wäre natürlich schlecht, wenn es im realen Leben genauso vorkommen würde. Ah, der Hit hat zwar gesessen, aber auch nur knapp 3000 Schaden. Also alles noch nicht so wirklich zwingend. Trotzdem schaut es hier ganz gut schon mal in der Grundlage aus, denn einen Punkt haben sie für sich sicher. Der Gegner ist hier erst noch am B-Punkt cappen und jetzt die Gneisenau da schön zu ihm fahrend. Muss aufpassen, die Gneisenau vor ihm, dass er da... Oh ja, da war der Treffer schon besser auf die gegnerische Gneise. Und die Mahan, Feueralarm ist auf seinem Schiff da. Deswegen vielleicht jetzt irgendwie mal gegenheilen oder irgendwas machen. Aber er lässt ihn einfach ticken. Auf die Mahan hat er da Damage machen können. Und jetzt wird gegengeheilt und auch gelöscht. Das muss er möglichst schnell wegkommen. Nicht, dass er hier jetzt den nächsten Brand bekommt. Den will man natürlich ganz klar vermeiden. So, Nagato dreht da jetzt ein. Aber mit dem Winkel leider nicht so viel Schaden anstellen können. Und er wiederum positioniert sich jetzt für ihn deutlich schlecht. Also die Nagato kann jetzt ihn hier komplett aufs Rohr nehmen. Muss er aufpassen. Mal schauen, was die Salve jetzt so bringt. Auch da nur 2000. Mahan schießt dafür jetzt auf ihn. Wie gesagt, da man betet jetzt gerade in seinem Augenblick dafür, dass man jetzt nicht wieder brennt. Aber das schaut gut aus. Er arbeitet hier fleißig mit den Torpedos. So, mittlerweile bleibt sie ausgeglichen. Gegner hat zwei versenkt, sein Team hat zwei versenkt. Also das bleibt noch alles sehr, sehr ähnlich.
Aber er kriegt immer recht schlechte Winkel. Jetzt muss er aufpassen, jetzt kommt die Machen da auf ihn zu. Deswegen, er dreht auch komplett weg. Torpedos sind raus. Und die Schüsse ebenfalls, aber die sitzen nicht. Und da ist er jetzt aber gut bedient, dass er da jetzt nicht nachfahrt, denn gegen Mahan und zwei Gneisenau hat er ganz klar das Nachsehen. Die nächste Heilung ist auch angeworfen. Ein sehr spannendes Gefecht bis dato, also nicht irgendwie am Kartenrand entlangfahrend oder sonstiges, sondern wirklich drauf auf den Gegner. So, jetzt auf die Gneisenau. Aber auch hier der Schaden wieder überschaubar. Und jetzt fängt die Storz an, ihn da zu beschießen. Jetzt natürlich bitte nicht brennen. Die Gneisenau, die brennt schon. Die macht schon vor. Aber er zielt auch nicht wirklich auf die Wasserlinie. Er hält immer oben drauf. Jetzt wird sein Hauptturm auch da beschädigt. Mittlerweile schaut es ganz schön schlecht für sein Team aus, weil in der Zwischenzeit sind nochmal zwei weitere Schiffe zerstört worden. Und jetzt ist er mit 3 gegen 5 Schiffe da am Start. Man sieht oben, sein Damage tickt da noch ein wenig weiter. Und jetzt kommt die Storz langsam in eine sehr schöne Distanz. Leider wieder zugegangen, aber gleich dürfte sich das hoffentlich so darstellen, dass er da ordentlich drauf bolzen kann. Jetzt ist er offen. Da ist die Gneisenau. Und da ist aber auch die Storz. Die hat aber nur noch 200. Vielleicht machen es die Sekundären. Genau so ist es. Der Nahkampfexperte ist da. Da jetzt die Gneisenau. So, die Torpedos. Da ist er geschickt ausgewichen. Und jetzt 1-on-1 mit der Gneisenau. Mal schauen. Vielleicht kann er hier mit seinen Torpedos was klar machen. Jetzt dreht er aber wieder ganz massiv rein. Zeigt damit seine Breitseite. Aber der Torpedo sitzt. Das heißt, er braucht eigentlich nur noch 500 Schaden, aber das hat funktioniert, denn der Brand hat auch hier wieder zugeschlagen. Sein dritter Kill jetzt. Und jetzt steht es wieder gleich 3 Schiffe gegen 3 Schiffe. Also man kann ihm aber definitiv hier nicht vorwerfen, dass er nicht den Nahkampf sucht. Die York schön auf die Wasserlinie gehalten. Mal schauen, ob die Schüsse denn ankommen. Leider nicht. Da hat sich die eine ganz gute Position eigentlich ausgesucht. Denn die kann immer mal wieder nach vorne fahren, Schüsse abgeben und wenn sie entdeckt wird, kann sie sich wieder zurückziehen. Und jetzt kommt hier die Mahan entlang. Mal schauen, ob er die jetzt aus dem Wasser schieben kann oder natürlich auch einfach normal versenken. Ich glaube, alles egal, Hauptsache weg mit der Mahan. So, er ist offen. Aber keine Mahan zu sehen. So, jetzt kriegt er wieder von hinten. Das war genau das, was ich meinte. Aber wenigstens die Gneisenau, die ist da jetzt schön am Zurückfahren. Aber viele in die Insel gejagt. Jetzt arbeitet er wieder mit den Torpedos von hinten. Die York, die macht es wirklich sehr geschickt. Das muss man ja lassen. Aber jetzt fährt sie ihn mal nicht so zurück wie die Male zuvor. Das könnte sich jetzt rächen. Schauen wir mal an. Aber wieder nur 3400. Das ist alles noch nicht genug. Ticketsmäßig liegen sie zwar sehr gut in Führung. Aber
So von der Position macht es der Gegner schon wirklich gut. Aber jetzt ist es da seinem Team halt zu viel. Die Akatsuki fährt schon drauf. Gneisenau ist ebenfalls drauf. Akatsuki nähert sich da im Schatten der Insel, also wird nicht zu sehen sein. Nur die Gneise fährt er jetzt massiv drauf. Aber ich denke mal, die Akatsuki wird es jetzt klar machen. Er muss natürlich hier nach vorne wieder aufpassen, was da passiert. So, Akatsuki ist hinten schon dran, wie wir sehen. Torpedos sind raus. Und er hat jetzt hier die Gneisenau. Das heißt, wir verfolgen natürlich hier das Spiel weiter auf die Gneisenau. 6000 Schaden. So, die Akatsuki hat die York hinten rausgenommen. Das war schon mal sehr wichtig, denn der Nerv-Faktor ist jetzt mal raus und er legt sich jetzt hier One-on-One mit der Gneisenau und natürlich auch der Mahan an. Also mutig ist er auf jeden Fall. Cojones hat er, der Kamerad. Die Torpedos schön ausgewichen. Jetzt entblößt er wieder seine komplette Breitseite der gegnerischen Gneisenau gegenüber. Jetzt steht er in Brand, sollte sich vielleicht direkt gegenheilen, genau macht er auch. Torpedo saß, das heißt Gneisenau hat nur noch 6000 Hitpoints, seine sekundären zielen ordentlich, da ist sofort Alarm. Und da ist die Mahan, auf die hat er gewartet. Aber leider nicht versenken können. So, die Sekundären machen es jetzt hier. Und jetzt hat er einzig und allein nur noch die gegnerische Gneisenau da am Start. Ist in Brand, aber da kommt er nicht mehr drauf, denn jetzt ist er hinter der Insel. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.